Hey ho Leute, heute gibt's wieder ein kleines Pokémon-Unboxing und zwar mit diesen beiden Themendecks. Eherne Flut und Steinernes Herz. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Die beiden kommen aus der Serie XY Ewiger Anfang und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Auspacken. So, dann wollen wir mal direkt anfangen. Ich würde sagen, ich nehme mal die Eherne Flut. Mal gucken, da ist Metagross drauf. Ich will euch nicht zu viel spoilern, ich mache das direkt einfach mal auf. Mal gucken, was uns da erwartet. In dem Themendeck sind wie immer 60 Karten drin. Und damit kann man auch direkt losspielen. Also das ist halt, die sind extra so gemacht, dass man wirklich direkt anfangen kann, gegen andere Trainer zu spielen. So, hier ist schon mal das Metagross, das auch auf der Cover drauf war. Ich mache das einfach mal ganz vorsichtig auf. Da ist natürlich auch immer ein Spielplan mit bei und auch eine Münze, damit man wirklich dann auch einige Attacken erfordern. Das ist halt einfach, dass man eine Münze werft und in dem Fall ist es wahrscheinlich, oh, es ist eine Kyogre-Münze. Guck mal, genau, jetzt sieht man das ganz gut. Ich hätte eine Metagross-Münze erwartet, aber dafür gibt es hier diese coole Metagross-Box. Ich finde diese Schachtel echt immer sehr schön, ich finde das Artwork auch total cool. Wollen wir mal gucken, was da drin ist. Okay, eine Wasserenergie, damit habe ich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet. Aber ich habe mich vorher auch nicht spoilern lassen. Oh Gott, wie süß, ein Evoli, ich liebe Evoli. Das Gyarados sieht auch sehr cool aus. Die haben ja jetzt seit neuestem auch diese neue Illustrationsart, diese Full-Art-Karten. Oh, Ender Geist, Stahl, Energiekarte natürlich, wenn er ein Metagross ist. Aquana sieht auch sehr niedlich aus. Noch mehr Stahlenergien. Trainerkarten sind natürlich auch drin. Die unterstützen einem natürlich dann in seinen Spielzügen. Carpador, bestes Pokémon, das man überhaupt sich vorstellen kann. Aber braucht man natürlich auch für einen Gyarados, sonst kann man Gyarados natürlich knicken. Heilender Schall. Stahlenergie und Tausch. Glückshelm. Noch mehr Evolis. Das Mauzi sieht auch sehr tiefenentspannt aus. Oh, ein Relikant auch. Relikant gehört sogar zu meinen Lieblings-Pokémon, auch wenn es Wasser Stein ist und ich diese Kombination eigentlich nicht so gerne mag, aber Relikant ist ein sehr abgefahrenes Pokémon. So, ich würde sagen, das war doch schon mal ein sehr cooles Themendeck. Metagross ist hier natürlich der große Star des Ganzen. Und ja, jetzt kommen wir direkt zum nächsten Themendeck, Steinernes Herz. Hier ist ein Regirock drauf. Und, das sieht interessant aus, was uns da erwartet. Da bin ich mal gespannt. Also wenn jetzt quasi die Pokémon auch drin sind, die drauf sind, dann wird es ein sehr interessantes Themendeck. Ich krieg das immer nicht so auf, wie ich es mir vorstelle. Dieses arme Themendeck tut mir so leid. Es ist so wunderschön gestaltet und ich mache es immer kaputt. So, ich mache das hier mal zur Seite. Stört das auch nicht weiter. Genau, hier ist natürlich auch das Regirock vorne drauf, wie bei dem anderen Metagross vorne drauf war. So, nehme ich mal ganz vorsichtig die Hülle weg. Hier ist auch wieder eine Münze bei. Hier ist eine Groudon-Münze bei. Als Pendant zu Kyogre natürlich diesmal Groudon. Gehe ich auch mal zur Seite. Und das Regirock. Schön holo. Sieht ziemlich cool aus. Hier ist natürlich auch wieder die Online-Karte bei. Beim letzten war auch eine dabei. Dann kann man das nämlich auch online spielen. Hier ist diese geile Pappbox auch wieder dabei. Ich finde die total schön. Ich finde es super, dass es die bei jedem Themendeck dazu gibt. Hier natürlich auch wieder Energiekarten. Also, eine Full-Art-Hornweisel. Wie gesagt, Energiekarten sind natürlich auch wichtig, damit man direkt losspielen kann. Sonst könnte Wadribi hier zum Beispiel auch keinen Käferbiss machen. Das braucht eine Pflanzenenergie. Weberak. Okay, es sieht aus, es werden extrem viele Pflanzen-Pokémon drin und aber auch Normal-Pokémon. Porygon 2 zum Beispiel auch. Giflor ist sehr cool. Ich liebe Giflor. Auch wieder Unterstützer und andere Itemkarten. Regirock nochmal, nur in Unholo drin. Das ist meistens so, dass es die Karte, die vorne drauf ist, in Holo, dass es die nochmal gibt. Hier ist ein Ariados und hier ist Viridium. Also das war ja auch auf der Box schon drauf. Viridium ist sogar hier drin. Das ist ja Wahnsinn. Viridium ist ja eigentlich ein legendäres Pokémon. Deswegen hätte ich damit jetzt gar nicht gerechnet. Vor allem, weil da ja eigentlich schon dieses Regirock drin ist. Genau, und die Karten gibt es natürlich auch mehrmals. Falls dann zum Beispiel mal ein Miraplar stirbt, ist nicht gleich das Giflor verloren. Sondern man hat dann trotzdem noch die Chance, das Giflor zu bekommen später im Verlauf des Spiels. Genau, das war's dann auch schon. Also, nach dem Öffnen der beiden Themendecks muss ich sagen, insgesamt fand ich sie ein bisschen schlechter bzw. schwächer als die letzten Themendecks, die ich hatte. Aber trotzdem gab es natürlich ein paar Lieblingskarten und ich habe jetzt einfach mal meine Top 3 rausgesucht. Und zwar ist das zum einen dieses Aquana, das Relikant. Man sieht auch auf der Illustration eigentlich ganz cool, das guckt so ein bisschen über den Rand raus, da sind auch ein paar mehr Relikant drauf. Und das Mauzi. Einfach, weil ich die Illustration schön finde. Vielleicht ist das ein bisschen ein blöder Punkt, um das zu bewerten, aber ich bin ja auch Designerin und als Gestalterin suche ich mir natürlich solche Karten auch raus.
Und bei dem anderen Themendeck fand ich diese drei total cool. Also einmal natürlich das Regirock, das auch vorne drauf war. Das ist ja auch eine Holokarte. Dann das Viridium. Ich muss auch sagen, das fehlt mir in meiner Sammlung noch. Ich finde, Viridium ist auch das schönste von den drei. Und das Honweisel, weil es einfach, diese Full-Art-Karten finde ich einfach total geil. Ich finde die total super gemacht. Ich finde es gut, dass sie das jetzt eingeführt haben. Und ja, ich bin gespannt auf die nächsten Themendecks, die uns erwarten. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann, Leute!